Tag, da sind wir wieder, Olli und Admira. Heute wieder mit einer Handtechnik für euch, die Kickboxer aus Köln. Der Olli wird euch heute eine sehr fortgeschrittene Boxtechnik zeigen, und zwar den berühmt-berüchtigten Superman-Punch. Ja. Dann zeig mal, was der Superman-Punch ist hier. Ja, eigentlich nichts anderes als ein gesprungener Punch. Das heißt, der normale Punch kommt aus dem Stand, dem hinteren Schlag und nach vorne, und der Superman-Punch ist eben aus dem Sprung. Damit ich in den Sprung komme, ziehe ich mein hinteres Knie quasi an und täusche einfach mal einen Frontkick vor, der aber nicht kommt. Ich ziehe nur bis hier und dann strecke ich das Bein nach hinten aus und gleichzeitig kommt hier der Punch rein. Das Ganze übt man eigentlich aus der Bewegung, das heißt so wie beim Kampf auch. Dann täuscht man mit dem hinteren Knie einfach den Frontkick an, springt ab und zieht die ganze Kraft schön auf die Kinnspitze runter. Also nochmal, aus der Bewegung raus, von hier kann ich natürlich auch viel Distanz gut machen, da ich mit dem Knie natürlich nach vorne gesprungen komme und dann aus der Gegenbewegung Arm und Bein strecke. Auf der gleichen Seite natürlich. Ab. Das gibt enorm viel Power, weil die Gewichtskraft fliegt nach vorne, der Arm fliegt nach vorne. Das ist eine typische K.O.-Technik. Ne? Wird auch gerne bei MMA benutzt. Von hier aus wieder. Wenn ich natürlich nach vorne reinfliege, sage ich mal, ist der Kopf ein bisschen ungeschützt. Ihr könnt natürlich hier den Handschuh ein bisschen vor dem Gesicht halten, um das Schlimmste vielleicht nochmal abzublocken. Dann kommt der Schlag rein. Okay, dann hier ist nochmal. Das Bein ist hinten. Ne? Der Kick ist vorne gelandet. Und für alle Einsteiger jetzt mal, wie man das ein bisschen so üben kann, von der Koordination her, stellt euch ganz normal hin, zieht das Knie und bringt den Punch. Zieht das andere Knie und bringt den Schlag. Eins. Ja, das könnt ihr zu Hause im Spiegel üben. Aber immer wenn der Schlag kommt, Bein strecken. Bein strecken. Auf der gleichen Seite. Also. Linke Bein, linker Schlag. Rechter Bein, rechter Schlag. Eins. So fangt ihr an, später kommt der Sprung mit dazu und das reicht eigentlich auch so. Ne? Vom Technik-Level her erstmal das ausprobieren und dann kommt das nächste Video soweit. Oben einen Linken mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.